Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, Europa ist doch schon für viele Menschen heute gelebter Alltag. Und Europa ist kein Fachthema, sondern eine Haltung. Ich bin 1983 geboren. Ich habe mein erstes Geld in Euro ausgezahlt bekommen. Ich habe mein erstes Praktikum im Rathaus von Dijon in Frankreich gemacht. Ich hatte meine erste Grenzkontrolle, als ich nach Benin in Westafrika geflogen bin. Ich hatte im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf dieser Welt immer das Privileg, in Frieden zu leben. Für mich war Europa immer da und für mich war Europa immer selbstverständlich. Ich gehöre nicht nur zur Enkelgeneration der Gründerväter der EU, sondern ich gehöre ganz klar zur Generation Europa. Und als Teil dieser Generation Europa hätte ich niemals einen Brexit für möglich gehalten. Und er scheint doch zu kommen. Weil meine Generation es verpennt hat, für das Selbstverständliche zu stimmen. Und weil die ältere Generation den Glauben an das Selbstverständliche verloren hat. Weil die europäische Identität vielleicht auch nicht stark genug war oder ist. Und ich hätte auch niemals einen Brexit für möglich gehalten. Aber mit der Wahl am kommenden Sonntag scheint dieses Szenario möglicher denn je. Le Pen gegen Emmanuel Macron. Marine Le Pen und Emmanuel Macron stehen sich gegenüber in der Stichwahl um die Präsidentschaft von Frankreich. Macron ist mit seinen 38 Jahren, wie ich, Teil der Generation Europa. Und Le Pen will mit ihrer Politik zurück ins Europa der Nationen. Und dieser Weg wird Europa nicht sozialer oder gerechter machen. Deshalb habe ich auch kein Verständnis dafür, für den unterlegenen Kandidaten Jean-Luc Mélenchon, der es nicht schafft, zu sagen, dass Macron der Kandidat der Europäer und der Demokraten ist. Und der sich weigert, eine Stimmempfehlung dafür auszusprechen. Das ist fatal und das verkennt die Zeichen der Zeit. Alle Demokraten und Europäer müssten heute sagen, Macron sollte der Präsident von Frankreich sein. Denn selbst eine Enthaltung in dieser Frage ist eine Stimme für Le Pen und damit eine Stimme für Ausgrenzung und für Nationalismus. Und dieser Weg darf in Europa nie wieder eine Alternative sein. Und ja, der Status quo ist auch keine Alternative. Europa kann besser und Europa muss besser werden. Das ist doch klar. Europa muss demokratischer werden, um zu bleiben. Europa muss sein Wohlstandsversprechen auch im Süden einlösen und ökologisch-sozial investieren. Europa muss einen anderen Umgang mit denen finden, die vor Krieg hierher fliehen. Europa muss als Garant einer liberalen Ordnung für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und starke Menschenrechte stehen. Europa muss denen die rote Karte zeigen, die Universitäten schließen und die Pressefreiheit einschränken. Und was wir brauchen, das ist eine europäische Identität, die das Ganze zusammenhält. Hoffnung, dass das gelingt, machen die tausenden Menschen, die den Pulse of Europe laut werden lassen. Und Hoffnung machen auch die Millionen Menschen, die heute europäisch leben, die die Freizügigkeit nutzen, um in einem anderen Land zu studieren oder zu arbeiten, die täglich hier in Berlin die europäischen Werte des friedlichen Miteinanders leben. Europa, das ist das Gegenteil nationaler Leitkultur, ohne die Unterschiede der Nationen zu negieren. Denn Europa, europäische Identität, lebt vom Aushalten des Widerspruchs, der Vielfalt in der Einheit, vom Ertragen können des anderen, von Toleranz in der Wertegemeinschaft. Und das ist anstrengend, aber das lohnt sich. Europäische Identität entwickelte sich einst durch gemeinsame Erinnerungen in der vielleicht grausamsten Zeit, die der Kontinent jemals erlebt hat. Wer im Jahr 2017 den Nationalismus hochleben lässt, wie Viktor Orban in Ungarn oder Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, der glaubt nicht überzeugt an Europa. Wir brauchen eine europäische Identität und keine Thesen für eine nationale Leitkultur. Wir müssen dazu kommen, dass es nicht um die Frage geht, ob Europa, sondern um die Frage, wie Europa. Und dafür müssen wir Europa als das begreifen, was es ist. Eine wichtige, sinnvolle Ebene, um gemeinsam Politik zu machen. Denn nur mit der ganzen Kraft aller gemeinsamen demokratischen europäischen Kräfte können wir Europa zum Besseren gestalten.
Es heißt ja immer, Europa hatte es noch nie so schwer wie jetzt. Das glaube ich nicht. 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war es bestimmt nicht leicht, einen Vertrag über einen europäischen Wirtschaftsraum abzuschließen. Konrad Adenauer hat damals zur Unterzeichnung gesagt, es haben aber die Optimisten und nicht die Pessimisten recht behalten. Und daran kann man doch sehen, dass schon damals die populistischen Fliehkräfte, die das Heil im Nationalen gesucht haben, dass sie damals auch am Werkeln waren wie heute. Und Gott sei Dank wurde vor 60 Jahren die kluge und mutige Entscheidung für die römischen Verträge getroffen. Und deshalb ist Europa auch ein Friedensprojekt, weil wir seitdem die Konflikte immer am Verhandlungstisch gelöst haben und sie nicht mehr auf dem Schlachtfeld ausgetragen haben. Das macht doch auch deutlich, dass Politik die Welt zum Besseren verändern kann. Und wir hier in Berlin, wir sind Europa. Wir sind selber so vielfältig und halten durch unsere Berliner Identität, durch unser Berliner Sein alles zusammen. Und wir haben doch in unserer Stadt erlebt, was es heißt, unsinnige Mauern zu haben, was es heißt, nicht frei die Meinung sagen zu dürfen, was es heißt, wenn Wahlen manipuliert werden. All dies ist nicht Europa. Berlin hat Europa viel zu verdanken. Solidarität in Zeiten der Teilung und jetzt Stadt in der Mitte Europas. Berlin hat auch den Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds und den Regionalmitteln die Entwicklung nehmen können, die uns zu dieser lebenswerten Stadt gemacht hat. Mehrere Milliarden Euro sind in den letzten 2 Jahrzehnten aus Europa bei allen Menschen in unserer Stadt angekommen. Und das sind auch die kleinen Projekte. Das sind die Stadtteilmütter in Neukölln oder die Sanierung des Fehls in der Wuhlheide, die gefördert werden. Auch das ist Europa. Und die Frage, wie Europas Zukunft ausschaut, das liegt in unserer Hand. Wir als Generation Europa, wir als Berlinerinnen und Berliner, wir alle als Politikerinnen und Politiker und wir als Land Berlin, wir alle haben die Möglichkeit, mitzuentscheiden und mitzugestalten, wie Europas Zukunft ausschauen soll. Der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat 5 Szenarien für die EU aufgezeigt. Vom Weiter-so über unterschiedliche Geschwindigkeiten bis hin zur großen Integration. Laden wir ihn doch ein, hier zu uns ins Parlament und diskutieren mit ihm. Er kann den Weg nur mit den Menschen gehen. Und diese Debatte, die muss nicht in Brüssel oder Straßburg stattfinden, sondern die muss hier in Berlin stattfinden. Diese Debatte muss hier stattfinden, und zwar in Rhein-Nickendorf, in Neukölln und hier im Parlament. Lassen Sie uns gemeinsam weiter an unserem europäischen Haus bauen, damit auch die Enkel der Generation Europa in Frieden, Demokratie und Freiheit leben können.